Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, es ist Dienstag, es ist schon wieder Dienstag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Lachen, es ist Zeit für Humor und es ist Zeit für Witz vom Olli. Obacht. Ich habe ja immer gedacht, es gibt so Sparte, wo es schwierig ist mit Witze und tatsächlich hat es Taragor 14 geschafft, mir endlich einen guten Architektenwitz zu schicken. Und ich habe ja beruflich viel mit Architekten zu tun. Treffen sich zwei Architekten und unterhalten sie sich und da erzählt der eine, er hat gestern Abend der erste One-Night-Stand gehabt, dann sagt der andere, ja und wie war der? Dann sagt er, Flachdach und Trockenbau. Wie war denn One-Night-Stand? Flachdach und Trockenbau? Das ist wieder ein typisches Männerthema. Und dann habe ich Christopher Altmann, der hat jetzt in der letzten Zeit auch einiges geschickt. Und unter anderem, ich muss den ein bisschen so umbauen, dass er in meine Machart passt. Der Rigobert und der Helmfried unterhalten sich. Dann sagt der Rigobert, sag mal, Helmfried, was ist los mit dir? Und dann sagt er, du stell dir vor, gestern hat mir mein Nachbar, der Bernhard, angesprochen, ob ich Wäsche von seiner Wäscheleine geklaut hätte. Da sagt er, und? Da sagt er, ich hätte mir beinahe in seine Unterhose geschissen. Ich hätte mir beinahe in seine Unterhose geschissen. Weltklasse. Und natürlich, der Vogel abgeschossen hat mal wieder der Matthias Döppner. Und ja, natürlich haben mir denn schon viele geschrieben. Und das ist auch ein Witz, den ich werde den auch nicht erzählen. Ich zitiere den einfach nur vollkommen emotionslos, weil das ist wieder so eine Art Witz, wo ich sage, nee, das mag ich nicht, das finde ich pfui. Und deshalb, aber wie gesagt, Matthias hat ihn mir geschrieben und ich versuche den in aller Ernsthaftigkeit wiederzugeben. Der Bauer, FSK 27, würde ich nie erzählen. Der Bauer kommt mit dem Schaf unterm Arm ins Schlafzimmer und seine Frau guckt ihn an und sagt, was soll denn das? Dann sagt er, das ist die Sau, mit der ich Sex habe, wenn du keine Lust hast. Dann sagt die Frau, das ist doch ein Schaf. Dann sagt er, mit dir rede ich doch gar nicht. Das ist die Sau, mit der ich Sex habe, wenn du keine Lust hast. Das ist doch ein Schaf, du Depp. Ja, mit dir rede ich doch gar nicht. Nein. So was erzähl ich mir wirklich nicht. Flachdach und Trockenbau. Harry, auf der Terrasse nur Kännchen und guck nach Meister Ling. Und für alle Verkehrserzieher. Ich guck vorher immer in den Rückspiegel und ich guck Schulterblick in so schnell ich einen Schulterblick mache, so schnell kann gar niemand gucken. Ich bin nicht Meisterling. So, und jetzt Flachdach Trockenbau. Der hat mir echt, die andere war gut. So, jetzt bleibt gesund, werdet gesund, verliert niemals den Humor, sonst wird's wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli und am Sonntag spiele ich in Mannheim im Kapitol. So ist's wohl.